Heute sollen noch zwei Sachen dazukommen und dann soll das hier auch endlich fertig sein mit dem Lastgang. Nämlich, erstens hätte ich hier gerne am oberen Ende eine glatte Zahl, nicht hier irgendwas mit einer 60 am Ende, sondern was mit 2 anfängt und dann lauter 0, mit 5 anfängt, lauter 0 oder mit einer 1 anfängt und lauter 0. Da kann man sich nochmal die mathematischen Funktionen angucken. Und das andere, was ich einbauen will mit Ihnen heute, ist, dass wir tatsächlich mal Vererbung drin haben. Wir haben jetzt hier eine Klasse, na, wenn ich es wieder finde, wir haben jetzt hier eine Klasse für die Nachtleuchte und eine Klasse für die Waschmaschine. Beide sind offensichtlich Verbraucher oder Betriebsmittel. Die Datei hieß ja schon Betriebsmittel. Die sollten gefälligst irgendwas miteinander zu tun haben. Eins nach dem anderen. Erstmal die Geschichte, dass da gerundet werden soll von 2, 0, 0, 0, irgendwas, 6, 0, sollen wahrscheinlich auf 5 ganz viele Nullen gerundet werden und so weiter. Also ich hätte gerne eine Rundungsfunktion, die Folgendes tut, wenn da steht 1, 2, 3, soll rauskommen 200. Wenn da steht 98, soll rauskommen 100. Aus 42 soll dann sinnvollerweise 50 werden. Was hätten wir noch? Aus 1300 soll 2000 werden. Aus 0,015. Was sollte aus 0,015 werden? Oh, 0,02. Denken Sie zum Beispiel an das, was Sie am Oszilloskop sehen, am Oszilloskop, am klassischen Oszilloskop, wo es dann wirklich noch so einen Einsteller gibt. Oder Voltmeter auch. Wie ist das gemacht? Dann steht da sowas wie von wegen 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 oder 0,1 soll ich dann schreiben. 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0. Immer 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5 durch alle Dekaden durch. So würde ich hier gerne auch runden, sodass die vorderste Stelle 1, 2 oder 5 wird. Und dann bleibt man manchmal in derselben Dekade, hier 42 auf 50, 123 auf 200 und manchmal muss man eine Dekade weiter, von 98 auf 100. Wie kann man da prinzipiell dran gehen? Wie können Sie eine Funktion schreiben, bei der Sie 123 eingeben und 200 rauskommt? Das möchte ich nachher verwenden. Wenn der höchste Wert 123 ist, möchte ich nicht 123 an der Achse haben. Das sieht ein bisschen ungeschickt aus. Ich möchte 200 an der Achse oben haben. Wenn der höchste Wert 1300 ist, möchte ich 2000 an der Achse haben. Wie könnte man da im Prinzip dran gehen, so eine Funktion zu schreiben? Sie nimmt die Zahlen links und gibt die Zahlen rechts. Also das wäre der Gedanke, der 10er-Logarithmus. Wenn Sie hier die 42 zum Beispiel nehmen und dann der 10er-Logarithmus, der auf dem Windows-Taschenrechner log heißt, dann sagt Ihnen das ja, die Zahl liegt zwischen 10 hoch 1 und zwischen 10 hoch 2. Sie liegt zwischen 10 und 100. 1,6. Mehr als 1,0, weniger als 2,0. Wenn der 10er-Logarithmus 1,6 ist, wissen Sie, die Zahl, von der Sie den 10er-Logarithmus genommen haben, liegt zwischen 10 hoch 1 und 10 hoch 2. Zwischen 10 und 100. Und hier bei dem letzten 0,015, wenn Sie davon den 10er-Logarithmus nehmen, minus 1,8, oh, jetzt muss man vorsichtig nachdenken, minus 2, ein 10er-Logarithmus von minus 2, das wäre für ein Hundertstel, 0,01, ohne die 5 dahinter. Dann wäre der 10er-Logarithmus minus 2. Minus 1 wäre der 10er-Logarithmus bei ein Zehntel, 0,1. Also der 10er-Logarithmus scheint eine gute Wahl zu sein. Wir schreiben also gerade mal eine neue Funktion. Hierbei, wenn wir gerade gucken, die brauchen wir hier ja in dem Main-Window, hier wo gebastelt wird, eine neue Funktion. Und das werden Sie wahrscheinlich schon hinkriegen. Sie sollte öffentlich, nein, braucht sie gar nicht, ne? Sie kann private sein. Ich schreibe gar nichts dazu, private oder gar nichts. Sie sollte eine Double-Zahl zurückliefern. Ich nenne sie mal Runden auf 1, 2, 5. Und sie kriegt eine Double-Zahl übergeben. So weit, so gut. Und jetzt müssen wir irgendwas ausrechnen. Double
nochmal y. Also wir fangen an, mal einen Zehnerlogarithmus auszurechnen. Das scheint sinnvoll zu sein. Wie schreiben Sie den Zehnerlogarithmus hin? So, ja, Sie fangen mit Mäß an. Das ist anders als in C. In C hätten Sie jetzt direkt was von wegen LOG oder sonst was geschrieben. Sie fangen hier mit Mäß an. Die Funktionen, die mathematischen Funktionen sind in einer Klasse drin, namens Math. Und nebenbei, wenn ich hier mit Math anfange, der Name der Klasse, es ist nicht der Name einer Variablen, es ist der Name einer Klasse. Was sagt Ihnen das eigentlich über diese Funktion, wenn Sie hier mit dem Namen einer Klasse anfangen? Die üblichen Funktionen, die wir bisher hatten, die hängen ja alle an Instanzen dran. Ich habe hier eine bestimmte Waschmaschine, wo ist sie denn? Eine Nachtleuchte, B, und frage die nach irgendwas. Hier habe ich die Ite-Waschmaschine und frage die nach irgendwas. Genauso hier, die Ite-Waschmaschine, frage die nach irgendwas. Hier habe ich jetzt aber, wo waren wir hier, den Namen einer Klasse. Und ich kann direkt die Funktion hier erreichen über den Namen der Klasse. Was heißt das für diese Funktionen? Statische Funktionen. Die sind Teil der Klasse, nicht Teil der Instanzen. Wenn Sie hier, jetzt müssen wir gerade gucken, wenn wir hier irgendwo hingingen, oh, was machen wir hier zum Beispiel? Wenn Sie hier jetzt irgendwo noch ein Static davor schreiben würden, dann würden Sie sagen, diese Funktion gibt es einmal in der Klasse. Sie gibt es nicht mit Zugriff auf jede Instanz, die jeweilige Instanz, sondern sie gibt es einmal pro Klasse. Und genauso hier, wenn Sie bei diesem Datenelement, diesem Attribut ein Static davor schreiben würden, dann gäbe es dieses Datenattribut einmal in der gesamten Klasse, wie ein Notizzettel, den man auf den Bauplan klebt. Den gibt es dann nur einmal, diesen Notizzettel, und nicht bei jedem Auto, was Sie damit konstruieren. Das bedeutet Static. Es gehört dann zur Klasse und nicht zur jeweiligen Instanz. Also das ist eine ziemlich andere Art von Static als die Arten von Static, die letztes Semester bei C vorgekommen sind. Es fühlt sich irgendwie verwandt an, aber hat jetzt was mit Klassen zu tun. Letztes Semester gab es keine Klassen. Diese mathematischen Funktionen hier sind statische Funktionen in der Klasse Math. So eine Klasse Math, die einfach als Container dient. Und da drin eine lange Liste statischer Funktionen. In C können Sie diese Funktionen direkt erreichen. Sie schreiben einfach nur Asin, Atan, Cos ohne irgendwas. Und in C-Sharp und genauso in Java gibt es diese Klasse Math, in die die einfach reingeschmissen sind als statische Funktionen. So, wir brauchen was mit dem Logarithmus. Sie sehen, aha, log 10 scheint es zu geben. Also Vorsicht, log ist erstmal der natürliche Logarithmus. Beziehungsweise können Sie die Basis angeben. Und wenn Sie den 10er Logarithmus brauchen, dann ist das hier jetzt eben log 10. Ich werde damit also anfangen, den 10er Logarithmus. Wie könnte es jetzt weitergehen? Bei der 123 ist der 10er Logarithmus 2, noch was. 10 hoch 2 ist 100, das ist etwas mehr. Bei der 98 ist der 10er Logarithmus knapp 2, also 1, noch was. Was mache ich jetzt mit dem 10er Logarithmus? Ich will ja irgendwie auf diese Zahlen hier hinten kommen. Ich würde mir vorstellen, dass man vielleicht noch einen Zwischenschritt einbaut, dass ich aus der 123 eine 1,23 mache und aus der 98 eine 9,8 mache und aus der 42 eine 4,2 und so weiter mache. Und dann könnte ich mir tatsächlich angucken, aha, ist das über 2 oder ist das unter 2? Ist das über 5 oder ist das unter 5? Damit könnte ich dann die Entscheidung treffen, wie ich jetzt runden will. Das ist unter 2, aber über 1, dann werde ich auf 2 irgendwas runden. Das ist über 5, dann werde ich auf 1 irgendwas runden. Das ist, überlegen, über 2 und unter 5, dann werde ich auf 5 irgendwas runden. Sowas könnte ich mir vorstellen. Wie kommen Sie von dem linken, von dem schwarzen hier zu dem grünen? Was könnte ich jetzt rechnen? Den ersten könnte ich durch 100 teilen, den zweiten könnte ich durch 10 teilen, den dritten könnte ich durch 10 teilen, den letzten würde ich mit 100 multiplizieren. Wie käme ich da drauf?
den ersten durch 100 teilen, den nächsten durch 10 teilen. Wie kämen diese Faktoren zustande? 10, 100 oder 1/100, 1/10. Genau, wunderbar. 10 hoch die erste Stelle aus dem Logarithmus. Der Logarithmus hier ist 2, irgendwas. Die 100 kriege ich als 10 hoch 2 ohne das Komma irgendwas. Der Logarithmus hier ist 1, noch was, knapp vor 2. Die vorderste Stelle von Logarithmus nehmen Sie nur, die Vorkommastelle, streichen alle hinter dem Komma, dann haben Sie 1, 10 hoch 1 sind 10. Genau das, was ich da zum Teilen brauche. Das wäre auch mein Gedanke gewesen. Also der nächste Schritt wäre, dass ich hier runde, die Stellen nach dem Komma wegrunde. Mal gucken, welche Funktion die geschickteste ist. Ich nehme mal folgende, Math Floor. Die gab es letztes Semester auch schon. Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr dran. Das ist eine eher seltene Funktion. Floor rundet ab. Die Stellen nach dem Komma gehen weg. Es wird abgerundet. Also 4,2 wird zu 4,0. 4,0 bleibt 4,0. Schwierig wird es bei negativen Zahlen, will ich jetzt lieber gar nicht mit anfangen erst. Aber vielleicht gleich nochmal. Es gibt eine Funktion auf der anderen Seite, die heißt Ceiling, die rundet auf. 4,2 wird zu 5,0, aber 4,0 bleibt 4,0. Ceiling rundet auf, Floor rundet ab. Fußboden und Decke, da kommen diese Begriffe her. Floor und Ceiling, Fußboden und Decke. Ich nehme mal Floor, die Funktion zum Abrunden. So, damit bin ich die Stellen nach dem Komma los. Und jetzt würde ich 10 hochbilden. Sie sehen, wie schlimm das jetzt aussieht. Also jetzt brauche ich die Potenzfunktion, wie letztes Semester, Pau. Die Potenzfunktion, was möchte ich wie potenzieren? X soll potenziert werden, also 10,0 soll potenziert werden und Y ist der Exponent. So sieht das dann aus. Sie können sich vorstellen, wenn Sie kompliziertere mathematische Formeln veranstalten, wird das Ganze ziemlich hässlich werden. Aber so sieht es dann jetzt eben aus. Bilde den 10er-Logarithmus, runde ab und dann bilde 10 hoch das, was eben rausgekommen ist. Das wäre die Zahl, durch die ich teilen soll. Vielleicht nenne ich die mal Teiler. Oder ist eigentlich die Größenordnung. Nicht? Es werden jetzt da ganze 10er-Potenzen. Ich nenne es mal Größenordnung. Ganze 10er-Potenzen. Und der nächste Schritt wäre, dass ich jetzt mein x durch die Größenordnung teile. Und damit eine Zahl zwischen 1 und 9,99999 habe. Ich teile durch die größte 10er-Potenz, die enthalten ist. Und klugerweise wird das auch funktionieren, wenn ich Zahlen unter 1 habe. Wo ist man? Da? Der hier unten. Wenn ich hiervon jetzt den 10er-Logarithmus nehme, dann liegt der über, oh je, minus 2. 10 hoch minus 2 ist 0,01, 10 hoch minus 1 ist 0,1, der 10er-Logarithmus liegt über minus 2, er liegt zwischen minus 2 und minus 1. Und jetzt kommt die Floor-Funktion. Die Floor-Funktion rundet ab. Was bedeutet das? Ich habe eine Zahl minus 1, noch was und die wird abgerundet. Okay, das gucken wir gerade mal am Zahlenstrahl an. Also, die 4,2 wird zur 4 mit Floor. Im Deutschen heißt Floor übrigens Gauss-Klammer. Das schreibt man dann gerne so. So eine eckige Klammer, aber die oberen Ecken fehlen sozusagen bei der eckigen Klammer. Und Ceiling ist dann gerne das hier, wenn man es in der Mathematik schreibt. Fußnote. Floor soll abrunden in dem Sinne, dass zu minus unendlich hingerundet wird. Und wenn ich jetzt bei minus 1, noch was bin, minus 1, irgendwas, was wird Floor machen? Genau, minus 2, weil Floor immer Richtung minus unendlich rundet. Vielleicht ist Abrunden an der Stelle auch ein bisschen gefährlich bezeichnet von mir. Floor rundet Richtung minus unendlich. Ceiling rundet Richtung plus unendlich, Floor rundet Richtung minus unendlich. Aus dem minus 1, noch was wird eine exakte minus 2. Und das ist interessanterweise genau das, was wir hier brauchen. Hier macht er eine minus 2 aus dem Floor. 10 hoch minus 2 ist 0,01. Ich teile durch 0,01 und kriege 1,5. Genau das, was ich haben will.
handliche Zahl, 1,5. Also Floor funktioniert an der Stelle genauso, wie es funktionieren soll. Jetzt habe ich solche handlichen Zahlen zwischen 1 und nicht ganz 10, also ausschließlich 10. Und jetzt müsste ich weiterarbeiten, welche Fälle habe ich. Also ist dieses y, mal gerade vorsichtig überlegen, wenn es größer ist als 5, das glaube ich größer gleich 5 ist, so, dann muss ich wohl, nee, wenn es größer ist tatsächlich als 5, wenn da 5, irgendwas steht, 6, irgendwas, 9, irgendwas, dann muss ich die nächstgrößere 1 draus machen. Ich brauche wahrscheinlich irgendeine Zwischenvariable, in der ich mir das merken kann. Ich nenne das mal sehr unschön Z. Mal gucken. Ach, lassen wir es einfach so da stehen. 1,0, was mache ich dann? Dann müsste ich ja wahrscheinlich eine 10 haben. Ich runde auf zur 10. Es ist mehr als 5, irgendwas. Wenn es, else, if, wenn es immerhin noch mehr ist als 2, dann werde ich zur 5 aufrunden. Und wenn es immerhin noch mehr ist als 1, größer 1,0, dann werde ich zur 2 aufrunden. Ich überlege gerade, es könnte exakt gleich 1,0 sein. Ja, den Fall hätten wir jetzt noch gleich 2. Nach diesen Teilen könnte es immerhin noch exakt gleich 1,0 sein. Das heißt ansonsten, naja, es ist ja schon richtig, interessanterweise. Da oben habe ich es ja gleich 1,0 gesetzt. Das heißt, den Fall brauche ich hier gar nicht zu behandeln. Und ich würde z zurückgeben. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch selbst total gespannt. Halt, ich gebe nicht z zurück. Nein, ich gebe nicht z zurück. Was gebe ich zurück? Die Größenordnung, wie ich sie gebaut habe, hat die Potenz ja schon drin. Also ich gehe nicht hier mit den Exponenten in die Größenordnung rein, sondern die Größenordnung soll ja schon sein, 100.000, 100 Millionen, eine Fantastilliarde oder ein Millionstel oder sowas. Das ist ein bisschen komisch für den Begriff Größenordnung. Habe ich jetzt so gebaut, egal. Also mal die Größenordnung. In der Größenordnung steht was drin mit 1 und ganz viele Nullen, vor oder nach der 1. Und jetzt multipliziere ich einfach die passende Stelle vorne. Also eine 10 oder eine 5 oder eine 2 oder eine 1 mit dieser 1 mit ganz vielen Nullen davor oder danach. Wenn das mal stimmt, ich mache mir mal ein paar Testfälle davor. Also double ist gleich, wie hieß die Funktion, runden auf 1, 2, 5. Nehmen wir die 42 und dann nehmen wir die 0,01, oh, 0, Komma habe ich schon, 0,015 und dann nehmen wir, was haben wir das, auf 5, auf 2, was wird mal auf 1 gerundet, nehmen wir die 98, irgend sowas. Mal gucken, ob es prinzipiell soweit funktioniert. So, jetzt gehe ich hier mal in Einzelschritten durch, um zu gucken, ob meine Testfälle was tun. Man könnte übrigens hier unten auch direkt Funktionsaufrufe reintippen, aber jetzt habe ich so eingebaut. Ah, wenn ich es mit 42 aufrufe, kommt 50 raus. Soweit, so gut. Wenn ich es mit 0,015 aufrufe, kommt 0,02 raus. Auch gut. Wenn ich es mit 9.800 aufrufe, kommt 10.000 raus. Das könnte man nochmal ordentlicher testen, aber es sieht für mich erstmal halbwegs plausibel aus. Also scheint nicht völlig falsch zu sein. Es ist noch ein bisschen gefährlich. Was ist an dieser Funktion denn gefährlich? Also wenn dieses x 0 ist, rastet der Logarithmus aus. Wenn dieses x negativ ist, rastet der Logarithmus erst recht aus. Hier könnte es auch sein, dass ich dann durch 0 teile, auch das noch, aber das wäre einfach dann
nachrangiges Problem. Ich müsste erstmal dafür sorgen, dass hier dieses X nicht böse ist. Und Sie sehen, das können Sie in C-Sharp jetzt nicht so einfach angeben. Sie können jetzt nicht sagen, nur Double-Zahlen, die über 10 hoch minus 100 liegen oder sowas. Das müsste man jetzt hier irgendwie ausdrücklich einbauen mit weiteren Abfragen. Oder man denkt sich einen neuen Typ aus, der nur solche Double-Zahlen darstellen kann. Aber Sie können es jetzt nicht direkt als Anforderung hinschreiben. Was wir später machen könnten, oder ich schreibe es mal schon mal hin, was wir machen könnten, ist Folgendes. Wenn dieses x kleiner ist als, und das müsste man sich jetzt eben überlegen, kleiner als was denn eigentlich, sagen wir mal 10 hoch minus 10, vielleicht sowas. Das ist ja die übliche Notation. 1e minus 10 soll heißen 1 mal 10 hoch minus 10. Vielleicht nochmal eine andere, wenn Sie es so da stehen haben. Das wäre 1,2345 mal 10 hoch minus 10. Wenn dieses x kleiner ist als 10 hoch minus 10, dann sollte ich Bescheid sagen, hallo, Vorsicht, das ist fishy. Hier muss irgendwas anderes passieren. Also da müsste man sich dann, ich greife schon mal vorweg, sowas überlegen wie von wegen throw new application exception, kommt später nochmal ordentlich, application exception, und da sagen wir zu kleiner Wert zum Beispiel. Ist schon mal vorweggegriffen, ignorieren Sie diese eine Zeile, wenn Sie die ganz konfus finden. Man sollte aufpassen, dass sowas nicht passiert. Das ist eine Art, wie ich reagieren kann, dass ich ein Warnsignal sende an den Aufrufer. Das Warnsignal ist vielleicht eine Nummer heftig. Man könnte auch einfach sagen, naja, wenn es unter 10 hoch minus 10 ist, dann setze ich es einfach auf 10 hoch minus 10 und gut ist. Das wäre die harte Lösung. Andererseits eine sichere Lösung. Das kann niemals schief gehen mit der Exception. Das könnte schief gehen. Ich mache das jetzt tatsächlich mal auf diese Art. Wenn Sie die Steuerung für ein Atomkraftwerk programmieren, werden Sie wahrscheinlich es eher so machen, als mit der Exception machen, weil wer weiß, was mit dieser Exception jetzt passiert. Wird jemand auf den Warnhinweis reagieren und wenn ja, wie? Und wenn nicht, was passiert dann? Auf diese Weise ist es sicherer. Wenn in dem x jetzt Unsinn steht, kommt auf jeden Fall aus der Funktion hier was Sinnvolles wieder raus. So, das wäre die Funktion und die rufe ich jetzt unten einfach auf. Machen wir mal den Teil. Oh je, wo war sie denn? Irgendwo wird ja, wenn ich es wieder finde, irgendwo wird das Maximum bestimmt. Da, irgendwo wurde das Maximum bestimmt und jetzt gebe ich hier einfach nicht Maxlast. Was schreibe ich hier stattdessen? So, der erste Gedanke, der ist leider jetzt nicht ganz richtig, der erste Gedanke wäre, okay, dann kann ich doch hier jetzt einfach runden. Rundet. Runden heißt sie. Runden auf 1, 2, 3, 5, so hieß die Funktion. Dann kann ich doch jetzt einfach hier die Funktion aufrufen. Das wird auch laufen. Es zeigt leider dann nicht das richtige Ergebnis. Wir sehen, naja, schön, okay, hier wurde jetzt gerundet. Aber das Ergebnis ist falsch. Warum ist das Ergebnis falsch, was ich da jetzt sehe? Genau, die Achse ist umbenannt oder anders beschriftet, aber der Plot ist ja gleich geblieben. Ups. Das heißt, was ich machen müsste, ist, die hemdsärmelige Lösung ist folgende. Von der würde ich aber abraten. Die hemdsärmelige Lösung wäre, dass Sie ganz dreist sagen, nachdem wir die maximale Last da ausgerechnet haben, wenden wir die Funktion an und schreiben das Ergebnis wieder in dieselbe Variable rein. So könnte man das machen. Also hier bestimmen wir die maximale Last. Nach der Vorschleife ist sie bekannt. Und dann wende ich meine Funktion an und schreibe das Ergebnis wieder in diese Variable rein. Die Variable wird dann da verwendet, um das Label zu setzen. Und die Variable wird irgendwo da unten verwendet. Jetzt die geänderte Variable, um die Kurve zu plotten. Dann müsste das stimmen. Aha, sieht schon eher danach aus. Aber das ist ein bisschen gefährlich. Wenn diese eine Variable Maxlast heißt
Und Sie schreiben das gerundete Ergebnis wieder da rein, finde ich das gefährlich, denn das ist jetzt ja nicht mehr die maximale Last, sondern was gerundet ist. Ich würde eine neue Variable einführen hier, sagen Maxlast aufgerundet, sowas. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Ich brauche die aufgerundete Variante einmal hier für das Label und ich brauche die aufgerundete Variante einmal da unten, wenn die Kurve in Punkte umgerechnet wird, in Koordinaten umgerechnet wird. Also ich würde sicherheitshalber eine neue Variable einführen. Was für sich genommen schon wieder gefährlich ist, weil Sie jetzt alle Punkte erwischen müssen, in denen Ihre Originalvariable verwendet worden ist. So, mal gerade gucken, ob das im Prinzip richtig aussieht. Okay. Puh. Das wäre so ein bisschen was von der Magie, die hinter den Kulissen von den üblichen Kurvenplot-Programmen passiert. Da haben Sie ja nicht krumme Werte an den Achsen dran stehen. Die müssen so eine ähnliche Funktion im Hintergrund haben, dass das hübsch gerundet wird. So, dann jetzt zu den Klassen. Lass mal das einmal hier anfangen. Ich habe hier die beiden Klassen drin, Nachtleuchte und Waschmaschine. Und was ich jetzt gerne hätte, wäre eine Mutterklasse dazu. Eine Class sinnvollerweise dann Betriebsmittel. Verbraucher hätte ich es vielleicht nennen sollen. Egal, jetzt haben wir hier eine Class Betriebsmittel. Was sollte ich da jetzt reinschreiben in die Klasse Betriebsmittel? Was ist eine abstrakte Version von Nachtleuchte und Waschmaschine? Was sollte die Klasse Betriebsmittel umfassen? Was ich vor allen Dingen haben will, ist diese Funktion bestimme Leistung. Hier sollte also was stehen von wegen public, public double bestimme Leistung. Wie sah die überhaupt aus? Double Zeit. Diese Funktion ist die spannendste. Andere Sachen kommen gleich auch noch dazu, aber erstmal diese Funktion. Versuchen Sie das mal schon zum Laufen zu kriegen. Ich hätte gerne eine Mutterklasse namens Betriebsmittel. Nachtleuchte und Waschmaschine sollen von dieser Mutterklasse erben. Und Sie sollen diese Funktion, Methode soll ich sagen, Sie sollen diese Methode hier überschreiben. Wie müsste man das jetzt formulieren? So, das jetzt wieder ein bisschen Vokabeln lernen. In Java würde man was schreiben von wegen Extends. Die Klasse Nachtleuchte Extends erweitert die Klasse Betriebsmittel. In C++ und in C# schreiben Sie da nur einen Doppelpunkt. Das ist arg kurz. Sie schreiben hier nur einen Doppelpunkt Betriebsmittel. Und zu sagen, die Nachtleuchte soll eine Kindklasse von Betriebsmittel sein. Betriebsmittel soll eine Mutterklasse zur Nachtleuchte sein. In C++ müsste man hier sogar noch sagen, wird hier öffentlich oder privat geerbt. Eine komische, schräge Geschichte. In C# ist das an der Stelle klar. Nachtleuchte soll eine Kindklasse von Betriebsmittel sein und genauso hier unten bei der Waschmaschine, das soll eine Kindklasse von Betriebsmittel werden. So, jetzt haben wir damit schon mal Verwandtschaftsverhältnisse. Jetzt möchte ich aber, dass die Kindklassen diese Methode hier überschreiben. Wie sieht das jetzt aus, das Überschreiben? Die Kindklassen sagen, wie diese Methode bestimme Leistung denn jetzt funktioniert im Detail. Genau, hier schreiben Sie noch irgendwo ein Virtual dazu an geeigneter Stelle. Ich sollte überhaupt hier mal bestimme Leistung, Sie sehen, hier will er ja irgendwas haben. Wir schreiben mal Return minus 1,0, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Da schreiben Sie zum Beispiel ein Virtual dazu. Ich kann mal gerade zeigen, wo darf das Virtual stehen. Davor darf es offensichtlich auch stehen. Und nach dem Double darf es nicht stehen. Also es ist ein bisschen komisch. Es darf nicht an jeder Stelle stehen. Es darf nicht nach dem Typ stehen. Es muss vor dem Typ stehen. Aber dann ist es schon wieder relativ egal, wo es vor dem Typ steht. Ich schreibe es wahrscheinlich meist so in Public Virtual oder Virtual Public. Wie auch immer.
In dieser Form, mit dem Virtual sagen sie, die Kindklassen können diese Methode bestimmte Leistung überschreiben. Die Kindklassen können sagen, was denn da jetzt im Detail passieren soll. Jetzt gibt es dann aus Sicherheitsgründen noch eine Änderung in den Kindklassen. Override, von wegen überschreiben. Hätte man auch ohne machen können, in C++ geht es ohne. In Java ging es auch lange ohne, heute schreibt man das etwas komisch dazu, das Override. Mal gerade gucken, hier sind wir, Public Override. Also eigentlich müsste der Compiler das jetzt auch selber wissen, aus Sicherheitsgründen verlangt diese Sprache, dass man es selbst dazu schreibt. Dass im Programmtext klar wird, im Quelltext klar wird, ja, ich weiß, diese Methode überschreibt die Methode einer Mutterklasse, Override. Eigentlich ja überreiten, ne? Nicht überschreiben, aber im Deutschen sagen wir überschreiben. So, das wäre der Teil. Jetzt könnte man sich noch überlegen, bestimme Leistung. Wir sehen hier für das allgemeine Betriebsmittel, so eine Funktion, bestimme Leistung für das allgemeine Betriebsmittel ist eigentlich ein bisschen unsinnig. Ich könnte auch sagen wollen, so ein allgemeines Betriebsmittel, das gibt es eigentlich nicht. Das ist so ein Abstraktum. Wie es kein allgemeines Tier gibt, es gibt Katzen, es gibt Hunde, aber es gibt kein allgemeines Tier. Wie könnte ich das ausdrücken, dass dieses Betriebsmittel abstrakt ist, aber nicht wirklich existiert und dass deshalb diese Funktion, bestimmte Leistung, auch einfach nur so ein Platzhalter sein kann? Was könnte man machen, um jetzt hier nicht minus 1,0 oder so erfinden zu müssen? Das ist ja ein bisschen unsinnig. Abstract gäbe es noch. Man könnte diese Methode zu einer abstrakten, nicht einer virtuellen, sondern zu einer abstrakten Methode machen und dann einfach ein Semikolon dahinter stellen und nicht sagen, wie die Methode funktioniert. Und dann müsste die Klasse auch abstrakt werden. Und dann ist Betriebsmittel sozusagen ein Abstraktum, eine abstrakte Klasse, von der können keine Instanzen gebaut werden. Die sagt eben nur, wie im Prinzip die Kindklassen funktionieren müssen. Um es nicht ganz so heftig zu werden zu lassen, lasse ich wirklich mal hier so stehen. Betriebsmittel kann jetzt gebaut werden. Die Funktion bestimme Leistung gibt einfach minus 1,0. Das ist ein bisschen unschön. Es gibt 0,0 zurück. So, Betriebsmittel ist erstmal irgendwas, was keine Leistung liefert und keine Leistung zieht. Er gibt 0,0 zurück. Naja, vielleicht ist das dann nicht ganz so unsinnig. Soweit. Wäre das jetzt schon funktionsfähig? Jetzt gab es noch eine weitere Geschichte, die gemeinsam war bei der Nachtleuchte und bei der Waschmaschine. Dieser Getter hier, ich konnte nach der maximalen Last fragen. Wir sehen hier die Details mit Zufallszahlen, Anfangszeit oder hier die Details mit Wattzahl. Die waren verschieden, aber ich kann diesen Getter auch noch reinnehmen. Ich kopiere den ganzen Rest einfach mal von unten. Diesen Getter könnte ich noch reinbauen. Public Virtual. Und dann natürlich hier nicht Return. Nicht Virtual, Virtual. Und dann hier natürlich Wattzahl haben wir nicht. Da gebe ich wieder 0,0 zurück. Jetzt hat die Mutterklasse eben auch noch so eine Property, die überschrieben werden kann in den Kindklassen. Und natürlich hier jetzt analog, wo war die Property? Da war die Property, Public Override. Um die Property zu überschreiben in der einen Kindklasse und. Wo war sie bei der Waschmaschine? Public Override. Override. Maximale Last. So, das fände ich jetzt schon ganz nett. Also in der Mutterklasse ist vorgegeben, dass jedes Betriebsmittel eine Funktion hat, die eine Gleitkommazahl nimmt, eine Gleitkommazahl liefert, die öffentlich ist und bestimme Leistung heißt. Und dass jedes Betriebsmittel eine Property hat, die heißt maximale Last, liefert oder nimmt, aber offensichtlich liefert sie eine Gleitkommazahl und die Kindklassen können die jetzt eben überschreiben. Das ist der Gedanke. Virtuelle Methoden können dann in den Kindklassen überschrieben werden.
habe ich jetzt überall hier unten als Override deklariert. Override maximale Last und hier, da, Override bestimmte Leistung. Override hier für die Waschmaschine, maximale Last und bestimmte Leistung. Das Schöne ist, dass ich jetzt die verschiedenen Betriebsmittel über einen Kamm scheren kann. Ich weiß, alle Betriebsmittel haben diese Funktion und diese Property und damit kann ich die gleichartig ansprechen. Ich muss nicht immer getrennt die Waschmaschinen und die Nachtleuchten ansprechen. So, warum der Aufwand? Bisher ist das ja einfach nur Schreibaufwand. Warum soll ich mir das antun? Das Schöne ist, dass man jetzt, wie gesagt, alles über einen Kamm scheren kann. Wenn wir in die Hauptfensterklasse hier gehen. Da hatte ich jetzt ein Array angelegt für Waschmaschinen und parallel hier immer noch die eine Nachtleuchte mitgepflegt. Das nervt ja irgendwie. Ich kann das jetzt alles vereinheitlichen. Ich mache mal Folgendes. Erstmal werde ich hier, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Ich mache mal Folgendes. Ein Array von Betriebsmitteln. Das habe ich keinen schönen Namen dafür. Verbraucher vielleicht. Das Ärgerliche ist, dass man am Wort Verbraucher nicht sieht, dass es Plural ist. Verbraucher, Verbrauchers. Ich könnte jetzt ein neues Array bauen für Betriebsmittel. Sagen wir 200 Stück. Da fülle ich jetzt zum Beispiel 100 Waschmaschinen rein. Upsa, 199. Da fülle ich jetzt zum Beispiel 100 Waschmaschinen rein. Also Verbraucher von I ist gleich nu, nicht Betriebsmittel, nu Waschmaschine. So, und da fülle ich vielleicht auch noch 100 Nachtleuchten rein, also für I gleich 100 bis 199. Den Rest des Arrays fülle ich mit meinen Nachtleuchten. Verbraucher von I ist gleich nu, ach nicht Betriebsmittel, immer hier. Nachtleuchte da natürlich, jetzt will er eine Wattzahl haben, keine Ahnung, 140. So, in einem einzigen Array habe ich jetzt Waschmaschinen und Nachtleuchten drin. Das hier ist mein Array, mal rüber, so, mein Array mit 200 Plätzen. In dasselbe Array schreibe ich Waschmaschinen rein und Nachtleuchten. Ich muss das nicht mehr getrennt verwalten. Ich nehme hier, das haben wir jetzt ja alles, das ist schon erledigt. Dann gibt es das eine Array. So, und jetzt will ich die maximale Last bestimmen. Was schreiben Sie? Das machen Sie jetzt mal gerade selber. Ich habe dieses Array Betriebsmittel gefüllt mit 100 Waschmaschinen, 100 Nachtleuchten. Und jetzt ist die maximale Last zu bestimmen. Was muss hier unten jetzt passieren? Warum fängt die zweite Vorschleife bei 100 an? Ich fülle hier vorne die ersten 100 Plätze von 0 bis 99 mit Waschmaschinen und hier fülle ich die zweiten 100 Plätze von 100 bis 199 mit Nachtleuchten. Deshalb fängt die bei 100 an und geht bis 199. Zwei winzige Änderungen. Ich gehe 200 Geräte durch und hier nicht mehr das Array Waschmaschinen, sondern das Array Verbraucher. Ich frage jetzt jeden Verbraucher nach der maximalen Last. Jetzt wird das allmählich elegant. Diese Verbraucher sind Waschmaschinen oder Nachtleuchten, aber ich kann beide Arten nach der maximalen Last fragen. Das wird automatisch dann richtig gemacht. Die Waschmaschine weiß, wie die maximale Last geht und die Nachtleuchte weiß, wie das geht. Stellen Sie sich vor, Sie hätten nicht nur zwei Klassen, Sie hätten 100 verschiedene Gerätschaften hier, Arten an Gerätschaften. Automatisch würde hier richtig verzweigt. Sie gehen die Gesamtliste durch und es passiert für jedes Gerät das Richtige. So, hier haben wir den einen dann und hier unten natürlich dann analog. Da hatte ich die Nachtleuchte ja sowieso schon rausgenommen offensichtlich. Und hier will ich jetzt alle 200 Gerätschaften haben. Also Verbraucher von I bestimme Leistung. Das ist jetzt das analoge für die Funktion, für die Methode bestimme Leistung. Für jeden der Verbraucher wird jetzt seine Methode aufgerufen. Für die Nachtleuchte, die der Nachtleuchte und für die Waschmaschine, die der Waschmaschine. Ich muss jetzt nicht großartig verzweigen. Ich kann
jedes Gerät als gleichartig behandeln. Mal sehen, ob hier irgendwas funktioniert. Okay, ja, man sieht, die Nachtleuchten tun jetzt wieder was. In ein paar Versionen dieses Programms haben die Nachtleuchten ja nichts getan. Da passiert jetzt dann also tatsächlich was. Das ist so eine erste Idee, was denn Vererbung schaffen kann. Sie können die Instanzen der Kindklasse hier, das sind ja beides Kindklassen, Sie können die Instanzen der Kindklassen so behandeln, als ob es Instanzen der Mutterklasse wären. Die Instanzen der Mutterklasse kann ich nach maximaler Last fragen und die Instanzen der Mutterklasse kann ich nach bestimmter Leistung fragen. Und das wird dann automatisch verzweigt. Und was Sie hier noch in Aktion sehen, oder das ist das eigentlich, was Sie hier in Aktion sehen, Polymorphie. Ich rede von Betriebsmitteln, aber Betriebsmittel sind eigentlich jetzt zwei verschiedene Geschichten. Oder wenn Sie wollen, 100 verschiedene oder 1000 verschiedene Geschichten. Polymorphie, Vielgestaltigkeit. Hinter Betriebsmittel kann sich was anderes verbergen, etwas Spezielleres verbergen. Aber ich packe alles zusammen in ein Array namens Verbraucher, von der Sorte, vom Typ Betriebsmittel. Was mir gerade noch aufgefallen ist, was man für die Konventionen richtig machen sollte, öffentliche Funktionen, öffentliche Properties und so weiter sollten bei Microsoft groß heißen, also es sollte Bestimmeleistung im großen B heißen, mit den da umbenennen, Bestimmeleistung umbenennen in großgeschrieben Bestimmeleistung, sollte der jetzt hier unten auch bei allen, Sie sehen, das wird dann logisch fortgesetzt in die Kindklassen, auch in den Kindklassen steht dann Bestimmeleistung großgeschrieben. Das wäre so eine erste Idee, wozu denn die Geschichte mit der Vererbung da ist. Ich kann jetzt über alle Verbraucher drüber gehen in einer einzigen Schleife und muss mich nicht um die Details kümmern.